Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und in diesem Video darf ich euch ein neues Filterset von der Firma Freewell vorstellen. Das ist nicht irgendein Filterset, sondern es hört auf den Namen K2, K2, wie auch immer. Und es ist das einzige kombinierbare variable Filtersystem, was es aktuell auf dem Markt gibt. Was daran so besonders ist und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich rauszugehen mit euch, draußen schöne Fotos zu machen mit eben diesem Filtersystem. Allerdings hatte ich das ein oder andere Problem, wo ich nicht genau weiß, ob es an mir lag oder ob das System einfach vielleicht den einen kleinen Fehler hat oder so. Das muss man mal sehen. Ich kann hier in diesem Video wieder nur über meine Erfahrungen mit diesem System berichten. Ich habe ein paar Fotos gemacht, nicht zu viele, habe es hauptsächlich zum Filmen eingesetzt an meiner FX30 und über diese Erfahrungen möchte ich mit euch sprechen, werde euch das ein oder andere natürlich auch zeigen und bevor wir das machen, würde ich euch das Filtersystem erst einmal vorstellen. Das Video hier wird euch präsentiert von der Firma Freewell. Die haben mir im Januar dieses Filtersystem zur Verfügung gestellt. Ich durfte es jetzt testen, 2 Monate, ein bisschen mehr als 2 Monate. Habe das auch reichhaltig gemacht, bis ich eben an einen Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr ganz so zufrieden war. Aber dazu später mehr. Ich darf hier in diesem Video sagen, was ich möchte. Ich bin hier nicht irgendwie gezwungen, irgendwas in irgendeine Richtung zu deuten oder sonst irgendwas. Es gibt keinerlei Vorschriften oder irgendwelche Dinge, auf die ich hingewiesen wurde, sondern ich bin hier völlig frei in meiner Meinung. Und die werde ich auch kundtun. Vielleicht ist es dann die letzte Kooperation mit Freewell, das weiß ich nicht. Denn ich habe hier nicht nur Lob für das System, sondern auch einiges an Kritik. Bevor wir dazu kommen, stelle ich euch das System erstmal vor. Wie immer bei Freewell erhaltet ihr eine sehr hochwertige Verpackung. Ihr seht es hier wahrscheinlich schon am Aufbau. Ich habe hier noch die A74 stehen, an der werde ich euch das ganze System so ein bisschen demonstrieren. Habe hier die ZVE-10 mit am Laufen quasi als Heatcam mit dem Produktmodus. Das macht sich einfach sehr, sehr gut, weil dann das hier vorne, was ich euch zeigen möchte, auch im Fokus sein sollte. Ja, die Schachtel, wie gesagt, sehr, sehr hochwertig und wie man das kennt von Freewell. Ich habe hier, das muss ich dazu sagen, ein Vorserienmodell. Man hat mir aber zugesichert, dass das schon relativ am finalen System dran gewesen sein soll oder am System dran ist. Das Ganze, wenn ihr das aufgemacht habt, ich stelle das mal weg, könnt ihr dann hier eine so ganz wunderbare Leder, Kunstleder-Etui entnehmen mit magnetischen Verschlüssen, wie man das bei Freewell mittlerweile ja kennt. Hier hinten habt ihr so eine Öse dran, damit ihr das Ganze irgendwo einhängen könnt oder euch an die Gürtelschnalle hängen könnt mit einem Karabiner oder was auch immer ihr da machen möchtet. Also sehr vielseitig, sehr hochwertig, gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man hier dann so aufmachen und dann ist man auch schon im System drin. Ich habe jetzt hier nicht alles eingebaut, was zu dem System noch dazugehört, das zeige ich euch gleich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem eigentlichen Filter. Es handelt sich hier um ein magnetisches, variables Filtersystem mit Polfilter, mit der Möglichkeit auch Rechteckfilter zu verwenden. Und das ist das Besondere an diesem System. Und wir haben als erstes mal eine Schutzkappe, die ihr immer nehmen könnt, nutzen könnt, die ist ebenfalls magnetisch. Die kann man abmachen, logisch. Und dann seht ihr hier schon den variablen ND-Filter in den Stufen 1 bis 5. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Den werde ich jetzt mal versuchen, hier runter zu kriegen. So, na, wieder drauf gegangen. So, lege ich ebenfalls hier mal weg. Und dann habt ihr hier in dem eigentlichen Filterhalter drin die Grundplatte für den ND-Filter. ND-Filter, wisst ihr ja, sind immer 2 Gläser, die sich gegeneinander drehen, quasi, wenn man so möchte. Und das nennt sich hier Basis, ND-Basis. Diese kann man ebenfalls rausnehmen. Zack. Ja, lege ich auch mal weg. Und dann habt ihr hier hinten, wenn ihr die Schrauben löst, quasi ein Schutzdeckel. Die Schrauben mache ich jetzt mal auf.
und dann kann man den hier hinten abnehmen, rausnehmen und dann habt ihr hier quasi den kompletten Filterhalter. Ich lege jetzt mal die Basisplatte oder anders, wir machen mal hier weiter. Ich habe mir das System wieder für 67 mm zukommen lassen, habe aber auch einen Step-Up-Ring für 77 mm mit dazu bekommen. Das heißt, ich kann das Ganze auch an meinem 2405 zum Beispiel verwenden. Habe aber auch einen Step-Up-Ring auf 67 mm und den schrauben wir jetzt als erstes mal, da wechseln wir mal die Kamera, hier auf die A74, denn hier habe ich das 20 mm 1.8 drauf. Hier macht man das Ganze mal fest und das war's auch schon. Das ist das ganze Hexenwerk, das ist quasi euer Filterhalter. Jetzt kommen wir zum Grundhalter und der hat hier oben eine Wasserwaage integriert und das ist auch das, was oben sein soll. Das tun wir jetzt hier anbauen quasi. Das legt man einfach nur dran, drückt die beiden Entriegelungen hier und schon ist das System fest. Dann kann man das hier oben ausrichten, die Wasserwaage. Und dann hat man auch genau den oberen Punkt und fixiert das Ganze mit diesen Schrauben. Das kennt man ja auch von anderen Filtersystemen. Hier ist es bei mir so, in der Vorabversion, auch wenn die ein sehr langes Gewinde haben, die haben keine Sicherung. Das heißt, wenn ihr zu weit dreht und sie fallen euch ins Gras oder so, ist mir tatsächlich auch passiert, weil ich es eben testen wollte, ob sie eine Sicherung haben. Und ja, haben sie nicht. Und zack, lag die Schraube im doch recht hohen Gras. Aber ich habe sie wiedergefunden. Also alles gut. So, das tun wir jetzt hier fixieren. Und damit ist das ganze System jetzt erstmal fest. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Jetzt legen wir unsere ND-Grundplatte ein, die wir brauchen, damit das ein variabler ND-Filter auch werden kann. Und das Ganze kommt dann hier rein und das klackt dann so schön. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr das seht. Das ist jetzt nicht richtig drin. Und da muss man wirklich drauf achten, dass man das richtig in die da vorgesehene Aussparung bekommt. Jetzt hat es geklackt und dann ist das hier auch bündig quasi. Also Filter und Halter, der Filterhalter und diese Grundplatte bilden quasi eine Einheit und das muss auch so sein, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr nämlich dann Rechteckfilter hier rein integrieren möchtet, dann muss das bündig sein. Wenn das ein bisschen übersteht, habt ihr Probleme, die Filter wieder rauszubekommen. Ja, das ist dann das. Und dann haben wir hier den eigentlichen magnetischen Filter, wenn man so möchte, nämlich den ND 1 bis 5. Und wenn ihr den umdreht, dann habt ihr einen Polfilter. Dieser Filter ist 82 mm groß oder bis 82 mm kann man ihn gut nutzen. Ich habe jetzt mal die CPL-Funktion vorne und da hört ihr, ist das Ganze stufenlos, damit ihr den Filter auch natürlich einregeln könnt, wie ihr ihn haben wollt. Wenn ihr aber den variablen ND-Filter nutzen möchtet, dann dreht ihr das Ganze um, legt das drauf, das magnetisiert sich dann natürlich, wird dann fest und dann müsst ihr drehen, bis es irgendwann einrastet. Gibt auch eine Markierung, ich mache das jetzt aber mal absichtlich so. Irgendwann rastet das dann vielleicht mal ein. Jetzt, also hätte ich andersrum gedreht, wäre ich wahrscheinlich viermal so schnell gewesen. Und dann habt ihr auch einen Hardstop. Und zwar in beide Richtungen natürlich. 1 und 5. Und ich denke, ihr seht es hier auch an der Kamera, wie es abgedunkelt wird. Und das ist das ganze Geheimnis des variablen ND-Filters. Funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben hier eine sehr gute Farbtreue. Und die Bedienung und das ganze System ist relativ leicht, finde ich, für die Größe, was man hier hat. Ups. Im System weiterhin enthalten ist natürlich der variable ND-Filter in der Stufe 6 bis 9. Das heißt, wir tauschen den aus, ganz einfach, machen den hier ab. Ja, dann habt ihr hier diese Platte oder diesen Filter, den setzt ihr wieder auf. Und dann müsst ihr wieder gucken, dass er wieder einrastet. Zack, und dann habt ihr wieder den Hardstop für die Stufen und der ist dann schon ein gutes Stück dunkler. Wie gesagt, 1 bis 5 ist der eine Filter und 6 bis 9 ist der zweite Filter. Und wenn ihr den umdreht, dann habt ihr einen kombinierten ND32 mit
Polfilterfunktion. Und den könnt ihr einfach auch wieder anlegen, könnt ihr dann einregeln, die Polarisation, wie ihr sie gerne hättet. Und das ist erstmal das ganze Geheimnis des variablen ND-Filters bzw. des Polfilters. Funktioniert also sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach. Wie gesagt, das System ist sehr leicht, finde ich. Und ihr deckt hier schon eine sehr, sehr gute Range ab. Ja, nun habe ich es aber schon gesagt, es gibt nicht nur die Möglichkeit hier diese Rundfilter, diese magnetischen zu verwenden, sondern zusätzlich könnt ihr jetzt auch noch Rechteckfilter hier integrieren. Und da habe ich jetzt von Freewell 3 unterschiedliche Rechteckfilter mitbekommen. Hier habt ihr wieder eine sehr hochwertige Kunstledertasche mit Magnetverschluss, also gleiche Design, sehr, sehr gut. Hier kann man dann oben ziehen, um den Filter ein bisschen herauszubekommen. So seht das besser. Und dann habe ich hier einen Reverse GND 0.9 Filter. Das heißt Reverse, wir haben es oben heller, dann wird es dunkler und unten ist es dann quasi wie Glasscheibe. Also da ist dann gar nichts. Und damit könnt ihr zum Beispiel wunderbar einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder künstliche Lichtquellen auf der Höhe sehr gut abdunkeln und der Rest bleibt dann einfach ein bisschen heller. Jetzt haben wir hier den Filter. Seht ihr schon, das ist kein Standardmaß. Ihr könnt das auch nicht aufmachen, das Gehäuse, und hier andere Filter reinmachen. Das heißt, ihr braucht diese Filter dann von Freewell. Und jetzt kommt hier der Trick. Ich drehe mal den Stativkopf, damit ich euch das besser zeigen kann. Und zwar haben wir dann hier einen Bügel. Und den klappt man einfach nach hinten in Richtung Kamerasucher. Und das Gleiche, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, habt ihr hier unten nochmal und da klappt ihr das ebenfalls zur Seite. Wenn ihr keinen Rechteckfilter verwendet, müsst ihr die Bügel schließen, sonst kommt da natürlich Licht rein. Ja, und dann nehmt ihr euren Rechteckfilter und setzt den einfach hier in das System ein. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt könnt ihr den natürlich so einstellen, wie ihr das kennt vom Rechteckfiltersystem, auf die Höhe, wo ihr es hinhaben wollt. Also ein Reverse GND 0.9 habe ich hier dazu bekommen. Dann habe ich hier in der weiteren Verpackung, die identisch ist, einen Mistfilter. Das ist quasi ein Filter, mit dem ihr die Möglichkeit habt, Lichtquellen so ein bisschen im Dunst darstellen zu können. Deswegen nennt man diese auch Dunstfilter. Finde ich immer eine ganz nette Sache. Selber verwenden tue ich es ehrlich gesagt sehr, sehr selten, aber es ist ein sehr cooler Effekt. Und den könnt ihr ganz genauso mit dem gleichen Prinzip einsetzen und funktioniert dann sehr, sehr gut. Und dann könnt ihr quasi alle Lichtquellen so ein bisschen, ja, neblig düster darstellen. Lege ich mal zur Seite. Und als letztes haben wir noch eine anamorphic Linse quasi, Blue Strake. Also das sind die mit den blauen Streifen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, jetzt hier so sieht man die Streifen drin. Und wenn ihr den einlegt, dann könnt ihr diesen anamorphic Effekt quasi aufnehmen, filmen oder auch fotografieren, wo man dann diesen blauen Streifen im Bild sieht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ihr kennt das. Und ja, das ist der dritte Filter, den ich hier mit dazu bekommen habe. Ich zeige euch mal ein paar Fotos, zeige euch mal die Geschichte, die ich ein bisschen problematisch finde persönlich. Kann aber auch sein, dass das an meiner Verwendungsart liegt. Das weiß ich nicht so ganz genau. Bin schon sehr gespannt, was es für andere Videos auf YouTube geben wird. Wenn es meine Zeit erlaubt, werde ich da das ein oder andere auf jeden Fall mal anschauen. Ja, lasst uns mal wechseln und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, ich denke, ihr seht es ganz gut. Die Abschattungen, die da im Schnee entstanden sind, das ist das, was ich euch mal zeigen wollte, wo ich einfach nicht so zufrieden bin oder war. Zum Einsatz kam hier die FX30 mit dem 10 bis 20 mm und meistens war ich so 15 bis 16 mm Einstellung, also so 25 mm auf Kleinbild gerechnet. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, dass das nicht so gut funktioniert hat. Die Sonne war meistens im Rücken, da hätte ich wenigstens erwartet, dass das irgendwie nicht passiert. Hab's leider in der Bildkontrolle auf dem Monitor nicht gesehen. Das war die erste Tour, die ich mit dem Filterset dass wir mit dem Filterset gemacht haben. Aber wir schauen uns auch mal noch ein paar Fotos an.
Ja, die Bilder habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht, das ist ja gar nicht so lange her. Die sind mit der FX30 aufgenommen, mit dem 20 mm dran. Also 30 mm haben wir dann hier Brennweite auf Kleinbild. Und ihr seht es hier links unten und auch rechts oben wieder diesen Schatten. Und die Sonne kam ungefähr hier, wo meine Maus jetzt ist, kam von hier. Also würde man eigentlich nicht vermuten, dass das so passiert. Und ihr seht es gerade hier links unten, das ist schon extrem. Man bekommt das bei Fotos noch halbwegs korrigiert über einen Verlaufsfilter, aber das kann es ja eigentlich von der Sache her für mein Empfinden nicht unbedingt sein. Das kann nicht die Lösung sein. Und ihr seht, das zieht sich hier durch die ganze Bildserie durch und hier ist dann der Verlaufsfilter mal drin. Das Bild ist allgemein relativ dunkel, wobei es dann hier sehr hell ist. Und man würde ja eigentlich vermuten, dass der helle Bereich dann quasi wie waagerecht hier sich rüberzieht auf dem Bild. Aber ihr seht, hier links unten ist es wieder extrem abgeschattet. Das ist einfach mal ein Bild mit dem Mistfilter, mit dem Nebelfilter, Dunstfilter, wie auch immer ihr wollt. Hier sieht man das auch, ne? Das ist links unten und die Sonne kommt direkt von vorn. Das sieht man auch, wenn ich hier mal jetzt mal schnell irgendeine Entwicklung drauflege, seht ihr, dass wir hier einen Sonnenstern noch leicht haben und dass es hier links und hier auch rechts leicht abgedunkelt ist. Und dann habe ich die Kamera ein bisschen weiter gedreht quasi und dann seht ihr, das Problem bleibt einfach bestehen. Ich lege hier wieder so eine Entwicklung drauf. Wie gesagt, bei den Fotos kann man sich da noch ein bisschen behelfen. Richtig krass war es aber, wie gesagt, am Oderteich und das zeige ich euch jetzt auch mal noch. So, und hier habe ich mir jetzt mal exemplarisch ein Bild rausgesucht, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich den Filter noch nicht im Einsatz hatte. Den habe ich nämlich ja später drauf gemacht und da seht ihr, haben wir das nicht. Hier liegt jetzt eine Vignette drauf, deswegen sind die Ecken leicht abgedunkelt. Ich kann auch mal die Einstellung zurücksetzen. So sah das Bild ursprünglich mal aus und dann seht ihr, dass die Ecken alle gleich sind, dass man da keine Abschattungen sieht oder dergleichen. Und jetzt suche ich mal ein Bild, wo ich weiß, dass der Filter drauf war, wie zum Beispiel dieses hier. Setze auch hier mal die Einstellung zurück. Und dann seht ihr, wenn ich das Bild jetzt einfach nur heller mache, seht ihr die extreme Abschattung unten links. Und auch oben rechts. Das Bild ist aufgenommen mit einer ISO 125 auf 10 mm an der FX30. Das entspricht 15 mm auf Kleinbild, Blende 4 und 1/125 Belichtungszeit. Also ist jetzt nicht irgendwie eine monströse Einstellung oder eine schwierige Einstellung oder sonst irgendwas. Ihr seht aber, dass hier Licht ist, dass man hier eigentlich ein sauberes Bild hat. Und am Ende dann aber eben doch nicht, weil die Ecken extrem abgedunkelt sind. Und das habt ihr ja auch diesen Effekt gerade schon im Video gesehen. Und das zieht sich hier eigentlich komplett durch. Ja, und hier haben wir auch mal noch so ein Bild, das habe ich ebenfalls mit der FX30 gemacht. Und hier seht ihr, ist die Sonne komplett von vorne. Ich nehme mal die Entwicklung raus. Und dann seht ihr es auch hier wieder leicht. Es ist nicht so extrem, wenn man gegen das Licht fotografiert, aber es ist da. Es ist einfach auf jeden Fall eine Abschattung in den Ecken da. Hier ist sie auch ganz leicht, wirkt wie eine andere Farbe, weiß ich nicht so richtig. Ganz wichtig, merkt oder denkt auf jeden Fall dran, das ist ein Vorserienmodell, was ich von diesem Filterset habe. Also das kann sich noch geändert haben mit der finalen Version, aber im Ultraweitwinkelbereich einfach extreme Probleme, was so Abschattungen betrifft. Ja, das ist das, was ich euch mal zeigen wollte, wo ich so ein bisschen Probleme hatte oder nicht nur ein bisschen, sondern schon Probleme auch hatte, die mich ein Stück weit auch geärgert haben natürlich und die mich dann auch dazu gebracht haben, dieses System nicht im Dauereinsatz für mich, für das, was ich mache, nämlich mit Ultraweitwinkelobjektiven filmen, zu nutzen. Eigentlich ist das System prädestiniert dafür, aber ihr habt es gesehen mit den Abschattungen. Ich versuche es euch hier nochmal zu zeigen. Also meine Vermutung ist einfach, dass durch die Stärke, also so dick wie das Ganze ist, das ganze System der Filterhalter, bis hin zur Linse quasi einfach zu viel Platz ist. Und wenn dann Licht quasi von schräg hinten, schräg vorne, schräg unten, schräg oben irgendwie auf diese Art und Weise einfällt, dann wirft der Filter selber einen Schatten. Also so kann ich es mir nur vorstellen, durch die Stärke einfach, durch die Dicke des Halters. Ihr seht das hier, das ist ja ein gutes Stück. Und
Das wäre so meine Erklärung für diese Schatten, die man da gesehen hat, die ich euch gezeigt habe. Das Ganze ist mir passiert mit dem 11 mm an APS-C, na klar, ist mir passiert mit dem 10 bis 20 mm an APS-C. Da sind wir ja dann bei 15 bis 30 mm und haben dann trotzdem noch diesen Schattenwurf. Es ist mir aber auch mit dem 20 mm passiert an APS-C. Auch hier an der A74 hatte ich das Problem mit 20 mm und erst eigentlich, wenn keine Sonne mehr geschienen hat, konnte ich quasi das Problem für mich lösen. Ich weiß nicht, woran das lag oder was genau der Grund ist. Wie gesagt, ich vermute, dass der Filter selber einen Schatten wirft. Und da kann man auch nur schwer was gegen machen, außer immer darauf achten, dass man die Sonne entweder direkt von vorne, was fast nicht möglich ist, aber zumindest von hinten hat. Und dann könnte das Ganze funktionieren. Ich bin zu keinen befriedigenden Ergebnissen gekommen, habe das nicht erreichen können, was ich mir vorgestellt habe. Ich war jetzt aber auch nicht immer in allen Lichtsituationen draußen unterwegs. Das muss ich fairerweise auch dazu sagen. Und finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil das System an sich ist wirklich Bombe. Also es ist wirklich, wirklich toll. Aber ja, ihr habt es gesehen, ich habe es euch gezeigt in den Bildern und ich habe den Filterhalter dann abgemacht und das Problem war weg. Ich war aber mit dem Filter zum Beispiel auch am Hamburger Wappen unterwegs. Da sehe ich den Effekt überhaupt gar nicht. Kann natürlich auch ein bisschen was mit den Lichtverhältnissen, mit dem Schnee, mit der tiefstehenden Sonne und all das vielleicht in einer ungünstigen Kombination und Konstellation. Und dann ist das so passiert, wie es passiert ist. Die Preise, es wird ein Freewell K2 VND Kit geben. Das heißt also, da habt ihr nur die Möglichkeit, variable ND-Filter mit Polfilterfunktion. Hier seid ihr bei 349,99 Early Bird und im Normalpreis wird das Ganze dann kosten 500 US-Dollar. Also alles in US-Dollar, nicht Euro. Dann wird es geben dieses Set, was ich euch gerade gesagt habe, plus den Mistfilter dazu. Da seid ihr bei 399 US-Dollar Early Bird und 570 US-Dollar zum Normalpreis. Das Ganze nennt sich dann Creative Capture. Dann wird es noch ein Landscape Set, genau, so wird das heißen, geben. Da habt ihr quasi das komplette variable ND-Filter-System mit Polfilterfunktion plus einen ND1000 plus den Verlaufsfilter, den Reverse-Verlaufsfilter, den ich euch gezeigt habe, der 09er, der wäre ebenfalls mit dabei. Das Set wird kosten im Early Bird, also vorher 450 US-Dollar und im Straßenverkauf dann im regulären Preis 670 US-Dollar. Ob das Set das Geld wert ist, ich sage im Normalfall ja, bis auf dieses Problem. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass ich hier ein Vorserienmodell habe. Mir hat es großen Spaß gemacht, das auszuprobieren und zu testen. Ich werde damit auch weiter versuchen zu arbeiten, auf jeden Fall. Gerade im Bereich Fotografie und mit dem Mistfilter ist sehr nett. Natürlich auch die Anamorphic-Linse. Das macht schon alles was her. Ich habe euch da ja mal so ein bisschen einen Eindruck hoffentlich vermitteln können. Ist ein sehr, sehr spannendes System, auf jeden Fall. Ist eine tolle Sache, die Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren, super klasse. Die Farbneutralität, richtig toll. Also ich war am Anfang total hin und weg von dem Set, bis wir dann eben halt im Schnee bei Sonnenschein unterwegs waren und dann diese Schattenbildung da aufgetreten ist. Schade, dass es so gekommen ist, aber kann man jetzt im Nachgang natürlich auch nicht mehr ändern. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu hoffen, euch hat das Video gefallen, dass es für euch vielleicht auch interessant war. Ich weiß, dass das nicht für jedermann ein Set ist, was man sich einfach mal so kauft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und ja, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keinen Content mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.